Hallo. Once to begin. So? Das ist meine erste Rede, politisch gesehen. Herr Bundeskanzler Kurt Schallenberg, Herr Dr. Mückstein, danke, dass Sie die Bevölkerung nicht spalten wollen. Dass Sie die, die alles richtig machen, aufklären, wer Schuld an der Bestrafung für alle hat. Sehr geehrter Herr Dr. Mückstein, bitte erklären Sie mir, warum die Antikörpertests sinnlos sind, von heute auf morgen. Wozu impfen, wenn es eh wurscht ist, ob Antikörper entstehen oder nicht? Was? Was bietet dann den Impfschutz? Spannend, oder? Kann sich die Regierung einfach über den Rechtsstaat stellen und unter dem Mäntelchen der Pandemie tun, was sie will? Ich lasse mich nicht impfen. Ich bin vollständig immunisiert, gleichbleibend hohe Antikörper seit über einem Jahr, aber die sind vom Heiligen Geist, nicht vom Pharmakonzern. Angst macht mir, dass ein Pharmakonzern die Industriestaaten so im Griff hat, dass sich die Regierungen seinen Vorschlägen für mehr Impfungen gerne beugen. Angst macht die Gleichschaltung der Medien, wie bei Zwentendorf, da durfte man noch abstimmen, und der Heimburger auch. I have a dream, dass wir es wie damals schaffen, dass wir unseren Rechtsstaat wiederbekommen. Erstens, Angst schüren, zweitens ausgrenzen, drittens Schuldigen diffamieren, viertens denunzieren, fünftens die Wirtschaft bricht zusammen, sechstens der Messias, Bundeskanzler Kurz, Schallenberg, kommt und bestimmt dann alleine über alles. Ähnlichkeiten mit bereits vergangenen Ereignissen, Zufall. Das ist nie vorgekommen. Danke für den Hinweis. Wegen Husten kann man geimpft werden. Pfizer lässt das zu. Andere Ärzte sagen, das ist Wahnsinn. Die Ärztin in der Impfstraße wollte meinen Antikörpertest sehen und hat bestätigt, dass ich mich nicht impfen lassen soll. Ich mache bei dem Krieg gegen die Pandemie, Klammer Bürgerrechte und Menschenrechte, Klammer zu, nicht mit. Bin Fahnenflüchtling. Zur leichteren Unterscheidung für die Polizei hänge ich mir beim Lockdown für die bösen Ungeimpften ein Schild um, bin nicht geimpft, damit ich ja nicht aus Versehen ein Kleid kaufe. Und dann möchte ich noch was sagen. Das Pflegepersonal muss jetzt auf die Straße, denn zurzeit sind sie nicht illoyal, sondern die ungeimpften Befehlsverweigerer. Seit mehr als 10 Jahren weiß man vom Pflegenotstand. Die Bezahlung war und ist ein besseres Ehrenamt. Ich rufe die Reichen auf, ihre Steuern, die sie nicht zahlen müssen, in einen Topf zu werfen, damit monatlich steuerfreie Boni an das Pflegepersonal ausbezahlt werden. Die Regierung will ihnen nicht einmal die Steuern ersparen. Warum? Damit Impfen Sinn macht? Es gäbe auch ein sicheres Impfen. Völlig gesund, Attest. Keine Corona-Infektion, Test. Und freiwillig wollen, nicht unter Androhung eines Jobverlustes. I have a dream. Wir wollen unseren Rechtsstaat wieder haben. Danke.